Und da ist die Hölle. Nur mal ganz kurz runter gucken. Oh. Warum musste er mich treffen? Nee, das riskiere ich nicht. Also hier schon mal nicht. Einmal links, einmal rechts. Und dann wieder in einer Bereich. Ja, das dürften wir ohne Probleme kaputt machen können. Kein Springen. Das hatten wir schon mal probiert, das hat nicht geklappt. Wenn ich jetzt dash nach links, falle ich runter in die Stacheln. Jetzt vielleicht. Oh. Ja, komm, gib mir noch mehr Schaden, ist okay. Ich bin zu gierig. Oh. So, Skybracer. Das klingt gut. 11 Lebenspunkte. Ja, was mache ich auch schon wieder im Höllengebiet? Ich wollte ja längst raus. Komm, weg. Ja, nicht springen, du mich auch. So, jetzt schnell ins Einzelgebiet. Und irgendeinen Gegner umbringen. Also, sobald wir einen Gegner umbringen, müssten wir genug Lebenspunkte haben, um einen Treffer in diesem Bereich auszuhalten. Also, vorsichtig. Du kannst ruhig mit. Sehr schön. 3 Gegner auf einmal. Aha. So weit, so gut. Jetzt dürfen wir schon 3 Treffer hier aushalten. So. Zing. Genau, schießt du mal. Wo kommst du denn her? So, Lebenspunkte sehen gut aus. Gold sieht sowieso gut aus. Ne, Lebenspunkte sehen gar nicht so gut aus. Mana sieht gut aus. Lebenspunkte brauchen wir noch locker doppelt so viel. Eigentlich sogar mehr. Wir wollen schließlich den Boss angreifen und nicht irgendwo weitermachen. Komm schon, gib mir einen Raum mit möglichst vielen leichten Gegnern. So weit, so gut. Oh. Das ist cool, wie das Auge einen verfolgt. Und dann einen auf den Deckel bekommt. So. Gut. Du bist kein du was. Okay. Oh. Ja, doch. Das trifft so ganz gut meine Beschreibung von einem Raum mit vielen leichten Gegnern. Wir sind gleich voll. Wir sind jetzt voll. Oh, da ist eine Kiste. Die nehmen wir noch mit. So. Jetzt sind wir wieder voll. Kommt ihr alle her? Jetzt brauche ich auch nicht mehr. Geht weg. So, Gold kommt mit. Rest wird ignoriert. Wir wollen zum Teleporter. Na gut. Der Raum sieht schön leer aus. So. Und hopp. So, Teleporter war links. Weiter links. Ah, die ganzen Stacheln. Hops. So, Karte. Hoch. So. Hallo Bild. Tschüss Bild. Oh, hier ist ein Secret. Da funkelt was. Eine Sky-Rune fürs Schwert. Also unser Schwert würde uns dazu bringen, fliegen zu können. Oh, so. Wir wollen da zum Boss. Wir wollen tief durch. Was zur Hölle? Wir wollen tief durchatmen.
Wir wollen ihn töten. Bam. Hallo, Ponce de Leon. Pomme de terre. Oh. Dö. Musik ist irre geil. Falls jemand weiß, wie die heißt, bitte Bescheid sagen. Oh. Aber ja, der Typ ist Geschichte und sowas von. Au. Oh. Au. Ja, wir sind auch gleich Geschichte. Ich habe nämlich ganz unterschätzt, wie wenig Lebenspunkte wir haben. Kann es sein, dass er öfters anstürmt? Oh nein! Warum schon wieder mit einem Schlag überlebt, dieser doofe Okay, ist nicht schlimm. Wir denken jetzt einfach dran, dass wir jede Menge Gegner umgebracht haben. Und dass wir gleich einen Architekten benutzen. Dass wir dann genau wieder zu ihm springen können. Also wählen wir unseren Typen hier weise. Nicht kopfüber, nein. Dolch ist nicht so ein guter Zauber. Zeitstopp und schnell bewegen, aber der hat auch wenig Lebenspunkte. Nö. Neu. Sehr flexibel. Ach, der wäre gut. Weil die Bosse geben ja richtig viel Kohle. Und wenn wir das mit einem von denen hier schaffen würden, würden wir vielleicht noch mehr Kohle bekommen. Ja, ich glaube, ich probiere das mal. Also es ist unwahrscheinlich, dass wir es schaffen, aber wenn wir es schaffen, wäre es toll. Deswegen erhöhen wir jetzt auch nochmal gleich das Gold, was wir finden. So. Und erhöhen unseren Crit-Chance. So. Euch ignorieren wir. Obwohl, warte mal. Wir tauschen mal das Blutcape aus gegen das neue Cape, weil wir mehr Lebenspunkte dadurch haben. Hier ist soweit alles okay. Das neue Schwert hätten wir noch kaufen können, ja. So, du. So. Jo. So, und jetzt porten wir uns einfach direkt zum Gegner. Weg. So. Und gucken mal. Pomme de terre. So. Anstürmzeit, okay. Oh, warum stürmst du uns zweimal an? Na komm. Oh. Au. So. Oh. Oh, der hält viel zu viel aus mit dem normalen Charakter. Also mit diesem Shinobi-Typen war es ja noch okay, aber mit so einem normalen kleinen Minenarbeiter hier. Das ist hart. Ja, ich denke mal, wir werden gleich einen Helden haben, der es nicht mehr geschafft hat, einen Gegner umzubringen. Vielleicht gibt das ja auch ein Achievement oder so. Wow. Quietsch. Komm, ich übe einfach ein bisschen das Movement. Ist auch okay. Huhaha. Ja, einmal anstürmen. Oh, anstürmen. Zweimal anstürmen. Dreimal anstürmen. Achso, vielleicht wenn ich zu weit weg bin, stürmt er öfters an. Das kann sein. Oh, es war knapp. Wow.
Komm schon, komm hier runter. Ja, 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 ja. Das läuft gut, das läuft. Wow. Nicht reden, verdammt. Nicht reden. Einfach nur tö. Das Feuer auf dem Boden war doof. Naja. Also, Paladin, Archmage. Reroll. Assassin, Spellsword. Verrückt. Assassine. Ein Assassine müsste doch wohl gut sein, um einen Boss umzubringen, oder? Aber so ein Dolch echt nicht tolles. Aber hohe Crit-Chance. Ja gut, hilft nichts. So, wir haben 11 Goldmünzen. Oh, du bist ganz schön groß. Oh, nein. Du. Jo. Kriegen jetzt halt weniger Gold, aber das passt schon irgendwie. Wir müssen den Boss jetzt umbringen, bevor wir die nächste Notiz finden. Du bist echt tierisch groß. Ich hoffe mal, die Stachel treffen uns so nicht einfacher. Ich glaube, das tun sie. Also hops, hops, hops. Der Riesen-Ninja ist da. Und pommtet er. Achso, ja, der hat die Fähigkeit, bessere kritische Treffer zu landen. Wie den da zum Beispiel. Yeah, und wir stampfen auf. Oh. Stimmt, Dash nicht vergessen. Au. Au, 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 au. Komm, weg, 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 weg. Hahaha. Hey, hey, das sieht gut aus. Vor allem, weil wir jetzt ein längeres Schwert, Mist, haben, können wir ihn auch leichter treffen, wenn er oben in der Wand steckt oder so. Komm, Hardcore, runter. Nein, nein. Warum steckt das alles in der Wand? Das habt ihr auch gesehen, oder? Steckt hier richtig viel Gold in der Wand. Und ist alles weg. Okay, 3800 haben wir bekommen, aber meh. Armor plus 2, MP plus 5 und magischer Schaden plus 1. Hui. So, jetzt können wir auch in Ruhe weiterspielen, ohne durch den Helden zu verheizen. Ja, wir sollten hier weg. Wir sollten zum Eingang. Sind die Gegner überhaupt noch da? Gucken wir gleich mal. Erstmal sacken wir jetzt die ganzen Hühnchenkeulen ein. Ja. Die Kronleuchter werden schon mal neu aufgestellt. Sieht nicht so wirklich danach aus. Aber wo wir jetzt gerade schon so ein Assassinen spielen, könnten wir ja auch gleich den Boss aus der Unterwelt versuchen. Das war der Schleim. Gucken wir mal. Da waren wir eben gerade. Gucken wir mal, ob hier noch die Statuen stehen. Jupp, stehen sie. Sehr gut. Jetzt hätten wir gerne ein, zwei Gegner. Jupp, hier sind ein, zwei Gegner. Hier ist gar nichts. Oh. Wir wollen hier Lebenspunkte sammeln und nicht sterben. Komm raus. Bist du ein... Ja, du bist ein Bild. Komm schon. Sei ein Doomwas. Genau. Wir brauchen jetzt schön viele kleine Gegner und möglichst wenig Stacheln und Feuerbälle und... Was zum Geier ist da gerade mit der Kugel passiert? Hm.
Okay. Nicht nachfragen, einfach akzeptieren. Ich glaube, ich mag den Raum nicht. Oh, schön viele Gegner. Wow, zu viele Gegner. So. 200 von 300. Oh, und Stärkerhöhung. Sehr schön. Was wir uns auf jeden Fall von diesem Gold kaufen sollten. Egal, ob wir es jetzt schaffen mit dem... Ah, du bist gar nicht da. Egal, ob wir es jetzt schaffen mit dem Boss oder nicht. Ist das neue Schwert... Das wird das Leben, glaube ich, wesentlich einfacher machen. Oh. 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 200 und 300. Kommst du jetzt auf einmal her? Durchatmen, Geribon. Hektisch werden bringt gar nichts. So. 230 von 300. Das ist vollkommen okay. So, 240 von 300. Das ist alles gut. So, 250 von 300. Und so machen wir jetzt einfach weiter. Oh. Wir ignorieren die ganzen Geschosse, die um uns rumfliegen und Geister und tödliche Augen und Zauberer und noch mehr Zauberer und überhaupt. Wir machen einfach ganz normal weiter. Sehr schön. So, 290. Das müsste doch eigentlich reichen. Dann werden wir getroffen. So, 286. 291. Jo, das reicht. Wo ist der Teleporter nach Hause? Oh, nicht von dem doofen Ding treffen lassen. So, wir wollen einen Teleporter haben, und zwar in die Unterwelt. Wenn wir das in dem Leben damals überhaupt freigeschaltet haben, das ist die nächste Frage. Ich glaube nämlich irgendwie nicht. Aber dann müssen wir uns da halt durchkämpfen, das passt schon irgendwie. Ja. Alio. Alio. So, du weg. Alio. Dich wollen wir gar nicht töten. Wir wollen nach links. Ne, wir wollen runter. Und dann nach links. So, Unterwelt. Da. Haben wir noch nicht freigeschaltet den Weg zum Boss, aber das ist okay. Kriegen wir so ein bisschen Gold zusammen. Und vor dem Bossbaum müsste eh noch eine Statue sein, um etwaige Lebenspunktverluste wieder auszugleichen. Hm. So weit, so ruhig. Au. Und so weit, so wenig Lebenspunkte. Wow. So weit, so tot gleich. Okay, der eine ist nicht da. Du bist da. Du bist nicht da. So. Den fliegenden Scherzkeks da oben ignorieren. So, rutsch, rutsch. Lebenspunkte sehen immer noch nicht toll aus. Au. Gib mir ein Hühnchen. Moment mal, hier war ich doch gerade schon. Okay, dann nach oben. Du kannst uns nicht treffen? Nein. Trotzdem sind 91 Lebenspunkte echt, echt nicht viel. So, wo geht's überhaupt weiter? Links, nochmal links und runter. Komm schon, hier muss doch irgendwo ein Hühnchen versteckt sein. Nö. Wow. Glaubst du nicht, dass zwei davon ein bisschen viel sind? Upsala. Oh. 77
70 Lebenspunkte. Was hast du Schönes für uns? Helios Blessing. Da wissen wir immer noch nicht, was es macht. Wir wissen nur, dass die Scheibe verhindert, dass wir Gold zahlen müssen, dass der Ring uns kurzfristig wiederbelebt. Aber das war es dann auch schon. So. Bisschen Mana verballert, aber das passt schon. Kein Schaden eben. Nö, das versuche ich gar nicht erst. Nein, ein Tagebucheintrag. Wehe, du sagst mir, dass du den Boss umgebracht hast, den vierten. Stimmt, der hat den dritten noch gar nicht umgebracht. Ich muss langsam wahnsinnig werden. Ich habe einen Karneval gefunden. Also einen Jahrmarkt. Komplett mit einem traurigen Clown und allem. Er ist so beinahe ein Arschloch. Aber ich denke mal, ich kann nicht wirklich wählerisch sein, was Freunde angeht, in einem Place, in einem Ort wie diesem. Ich werde schon wieder hungrig. Gut, dass ich genug Chicken Legs habe. Ich habe die in einem... ich habe die in einem Kronleuchter gefunden. Dieses Schloss. Manchmal wundere ich mich, ob das Ganze ein Riesenwitz ist. Naja, vielleicht. Ich will auch Kronleuchter voll Hühnchenkeulen haben. Oh, 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 tot. Nee, nee, nee. So, wird das nix. Oh ja, wir haben den einen Boss umgebracht und das reicht mir erstmal. Das mit dem Architekten sollte ich langsam lassen. Wir verballern da ja doch ziemlich viel Gold. Also, nee. Muss ich mir überlegen bis zum nächsten Leben. Ob wir jetzt auf Teufel komm raus den vierten Boss umbringen wollen, um das Spiel möglichst schnell zu beenden. Oder noch ein bisschen grinden wollen. Aber das entscheide ich dann gleich. Also bis dann.